Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute soll es mal wieder um einen Filter gehen. Und zwar um dieses schicke Gerät hier von Oase. Oase ist eigentlich relativ bekannt im Teichsegment, aber im Aquaristik-Segment bisher noch nicht so stark verbreitet. Hat aber jetzt ein ganzes Sortiment an verschiedenen Produkten rausgebracht. Und da sind halt diese Infilter ein Teil davon. Was man so sagen kann, vornherein, also sage ich auch, das ist jetzt nicht komplett gesponsert, das Video, aber mir wurde dieser Filter kostenlos zur Verfügung gestellt. Und der Firma war natürlich klar, dass bei mir das noch ein bisschen länger halten muss als nur ein Unboxing-Video, was ja schon mal vielversprechend ist. Und was auch ganz vielversprechend ist, ist die Garantie, die Oase gibt. So, wo steht's? Wenn man das hier aufmacht. Sieht man das hier. Ne? Also gibt eine deutlich verlängerte Garantie. Und da muss man von seinem Produkt schon relativ überzeugt sein, zumindest was die Laufleistung angeht, wenn man sowas macht. Was auch noch ein interessantes Feature ist, habe ich so bei Infiltern auch noch nicht so oft gesehen, ist, dass hier die Heizung mit drin ist. So, und dann zeige ich euch das Gerät mal, wie das aussieht. Tja, dann packen wir das gute Stück doch mal aus und schauen mal, was da alles so in der Verpackung drin ist. Qualitätszertifikat, 4 Saugnäpfe, eine Halterung, der Filter selber. Hinten steckt die Heizung drin. Hier sind diese Düsen, wo man halt was gegen die KMH tun kann damit. Oder wir haben ja gesehen, ob es dann funktioniert. Und hier kann man irgendwie drücken. Aha. Da habe ich hier das untere Teil des Filters. Da ist jetzt nur ein Schaumstofffilter drin. Und hier oben auch, da muss ich erst gucken, wie ich das dann wieder auseinander kriege. Oh, hier geht der Deckel. Na, ich gucke mal lieber in die Beschreibung. So. Hier gibt es diese Verlängerungsgarantie, mir hingewiesen. Dann Garantiebestimmung, 3 Jahre. Und dann die eigentliche Bedienungsanleitung. Und hier gibt es dann noch für die Heizung scheinbar ein extra Teil. Ja, also das ist alles drin. Jetzt werde ich mir mal die Gebrauchsanleitung angucken und sehen, wie ich den Filter verwende. Also jetzt habe ich mal in der Beschreibung nachgeguckt. Also dieses obere Teil, das muss man einfach so nach vorne ziehen. Ist so ein bisschen magnetisch gehalten hier an den Seiten. Und dann hat man hier nochmal eine etwas feinere mechanische Filterung drin.
Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob man das irgendwie so umbauen kann, dass da ein bisschen Bio-Home reinpasst. Ist schon wenig, sehr wenig Platz drin, muss ich leider mal so sagen. In diesem Modell. Es gibt dann noch größere Modelle. Und auch welche, die mit Magnet halten. Das sieht man jetzt hier auf dem Bild, ne? So, und hier funktioniert halt dann der Schwamm als Kombination zwischen mechanischen und als biologisches Medium gleichzeitig. Ist eigentlich gemessen am Gehäuse relativ klein, aber es wird für 50 Liter angegeben. Dafür wäre es, denke ich, ausreichend. Aber ich will trotzdem gucken, ob ich hier nicht doch irgendwie Bio-Home reinkriege. Ich habe schon ein, zwei Ideen und die werde ich jetzt versuchen dann umzusetzen, um hier eine höhere biologische Filterleistung rauszukitzeln aus dem Gerät. So, hier sieht man jetzt diesen Mechanismus, diesen Schließmechanismus. Wenn ich praktisch, so ist praktisch dann wahrscheinlich auf. Und dann kann ich ihn so wegdrehen. Und dann soll das Wasser hier oben rauskommen. Und somit die Bildung einer Kammhaut unterbinden. Und für eine gleichmäßige, feinere Oberflächenbewegung sorgen. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann in der Praxis so funktioniert. Man muss halt dann auch immer wirklich die Oberfläche hier erwischen. Was ich ein bisschen schade finde, dass irgendwie keine irgendwie hier so Tools, so Sprührohre oder so dabei sind. Da muss ich mal gucken, ob es die extra zu erwerben gibt, aber standardmäßig war hier jetzt nichts dabei. Also das ist diese Heizung, da gibt es auch nochmal eine extra Beschreibung, die kann man natürlich ja extra verwenden. Dann hat es diese Halterung hier, wie sonst auch üblich, da baut man die Saugnippe rein, aber das will ich ja gerade nicht. Das fand ich ja gerade das Coole an dem Gerät, dass da die Heizung praktisch eingebaut ist und sozusagen optisch auch ein bisschen verschwindet. Da ist aber hier dieses Teil dabei, mit dem kann man praktisch den Heizregler hier ein bisschen nachjustieren. Also wenn man es merkt, die 25 Grad gibt eigentlich 26, kann man das hier ein bisschen nachregulieren. Ja, mal sehen, ob das soweit funktioniert dann. Aber ich packe den jetzt hier hinten rein. So. So, die Schwämme, die habe ich jetzt mal rausgebaut aus dem Filter. Die hebe ich mal auf, vielleicht kann ich das irgendwann mal verwenden. Schau mal. Und habe den ein bisschen gepimpt. Und ich zeige euch jetzt, wie das Wasser hier eigentlich durchläuft. Das ist nämlich wichtig, wenn man so einen Filter tunen will oder modifizieren will, muss man das natürlich wissen. Und zwar zieht er das Wasser hier unten an. Und dann kann man eben das Gerät hier auseinandernehmen, relativ easy, indem man einfach das hier nach außen zieht. Das heißt, das kann alles im Aquarium bleiben, was ja auch schon mal geschickt ist. Und das nimmt man raus und reinigt es das dann. Und das Wasser läuft eben hier unten rein, sieht man hier, umspült dann die Heizung, was ja Sinn macht, sonst wird das Wasser nicht geheizt, und geht dann hier rein. Aber wozu diese Rippen hier sind, da geht kein Wasser rein. Also ich habe es ausprobiert, indem ich einfach das Ding mit Wasser gefüllt habe und guckt da, wo es hinläuft, und dann lief das nur hier hinten raus. Minimale Menge fließt vielleicht noch. Dann mache ich das mal weg. Hier oben dann rein, wenn man das hier so sieht. Ja, aber das meiste ist natürlich hier dicht, ja. Sieht man das? Ja. Und deswegen, also das meiste geht hier hinten durch, definitiv. Und wie gesagt, muss ja sein, es wurde die Heizung nicht gespült. Warum man jetzt hier so viel Platz verschwendet hat, ist ein bisschen schade. Könnte man natürlich für Filtermedium nutzen. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es die Version ohne Heizung, wo es dann hier reinläuft. Aber hier bei der läuft es definitiv nicht da rein. So, und jetzt schauen wir mal an, wie ich das jetzt gepimpt habe. So. Also ich habe eine Lage groben Filtervlies genommen. Dann, hier läuft es ja wie gesagt rein. Dann eine Lage Polyvlies für den Startprozess. Und wenn der dann durch ist, ist es immer noch ein gutes, effizientes, feinporiges, mechanisches Filtermedium. Und dann kommt Biohome Plus. Und das habe ich auch hier oben reingemacht. In die zweite Filterkammer, die hier in dem Filter drin ist. Zeige ich auch noch mal kurz.
da ist es drin. Na? So. Jetzt werde ich das nochmal ein bisschen durchspülen. Mit Wasser einmal kurz grob durchspülen. Dann kommen noch in die verbleibenden Hohlräume ein paar Starterbakterien rein. Und dann geht es ins Aquarium. Ne? Das ursprüngliche Gewicht dieser Box war 800 Gramm. Also kann man durchs Rückwägen rausbekommen, dass ich knappe 180 Gramm Biohom so in diesem Filter unterbekommen habe. So, jetzt bin ich bei dem Aquarium, wo der Filter rein soll. Und das Becken kennt ihr ja schon, das mit den Schneckenbundbarschen. Und da ist ja dieser No-Name-Filter drin, den wir schon auch mal zweimal getunt haben. Einmal mit diesem JBL Bionitrat X und dann einmal mit diesem Polyfilter-Fließ. Und das war halt immer relativ kurz. Wobei das JBL Bionitrat X hat schon so ein halbes Jahr, also wie auch vom Hersteller angegeben, gehalten. Und jetzt versuche ich halt mal den biologischen Kreislauf ein bisschen längerfristig besser zu regulieren. Und das mache ich, indem ich eben jetzt diesen Filter einbaue, der dieses Biohome Plus enthält. So, um die Einfahrtsphase zu umgehen, mache ich zwei Sachen. Einmal baue ich diese Bakterienbälle ein, das zeige ich euch dann gleich noch. Und diesen anderen Filter lasse ich noch ein bisschen mitlaufen. Und da baue ich aber auch, weil diese Filterschirme ja durch sind, baue ich dann auch noch ein bisschen Biom ein. Und den kann ich dann praktisch ein anderes Becken, was ich plane, auch direkt starten. Ohne Einlaufphase, indem man einfach den Filter einsetzt. Weil der Filter ist ja das zentrale Ding. Ja, die Einlaufphase ist ja nicht, um das Aquarium einzuspielen, sondern eigentlich nur, um den Filter einzuspielen. Natürlich hilft es auch bei anderen Prozessen mit. Aber das Hauptding ist immer der Filter dabei und deswegen kann man, wenn man einen eingelaufenen Filter hat, sozusagen ein Becken direkt starten. So, ja, und dann baue ich jetzt mal die Biobälle da rein, zeige ich das und setze dann den Filter ein. Und außerdem mache ich das Becken noch sauber, weil es eben jetzt wieder veralgt ist, woran man eben sieht, dass der Nitratwert zu hoch ist. So sehen jetzt diese Bakterienbälle aus. Die sind so geliert. Die habt ihr vielleicht, wenn ihr öfters reinschaut, auch bei diesen anderen JBL-Filter, diesen Infilter, habe ich die auch verwendet. Und auch beim Bodenfilter-Video. Und da haben sie sich sehr bewährt, muss ich sagen. Da gibt es demnächst auch mal ein Update dazu. Und da baue ich jetzt mal so 5-6 Stück da rein. Das reicht für die Beckengröße locker aus. Also ich sage so 10 Stück für 100 Liter. Und das ist zwar theoretisch 50 Liter, dadurch, dass so viele Steine drin sind. Wenn da 40 oder 30 Liter drin sind, ist es wahrscheinlich eher realistisch. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Menge Biohom reicht, die drin ist. Was man ja auch mal sagen muss, dass natürlich diese Angaben, ja, wir sagen ja 1 Kilogramm auf 100 Liter, jetzt sind hier nur 180 Gramm drin. Das reicht, nur dass man mal das Verhältnis mal Glas, wenn man jetzt den vollen Stickstoffkreislauf machen, also auch das Nitrat abbauen möchte, eigentlich nicht aus. Ja. Aber baue ich noch hier ein paar ein. Aber wenn man nur bis zum Nitrat will, also diesen, ich sage immer, der kleine Stickstoffkreislauf, der von den meisten Filtern ohnehin nur gewährleistet wird, dann reicht 1 Kilogramm für 3000 Liter aus. Also deutlich mehr. Und das ist dann ungefähr das Zehnfache von dem, was da drin ist. Also eine deutlich gesteigerte biologische Filterleistung. Und ich bin recht zuversichtlich, dass das positive Eigenschaften hat, weil ich ja auch schon ähnliche Erfahrungen habe mit dem Becken, wo ich diesen JBL-Eckfilter eingebaut und mit Biohom getunt habe. Da gibt es, wie gesagt, demnächst auch nochmal ein Update dazu. Und jetzt bauen wir das ganze Ding ein. Bevor ich den Filter einbaue, mache ich natürlich einen Wasserwechsel und mache auch die Algen ab. Was ich hier jetzt nicht wegmache, sind diese Bart- bzw. Pinselalgen, die sich vorne in der Mitte gebildet haben. Weil ich da was nochmal zur Sicherheit gegentesten will, wo ich so einen Verdacht habe, wie ich die wegkriegen kann.
Und da wird es demnächst, wie gesagt, auch nochmal ein Update geben. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren, damit ihr da am Ball bleiben könnt und kein Video mehr von mir verpasst. Ein weiterer Grund für den Wasserwechsel ist natürlich auch, dass ich die Schadstoffbelastung reduzieren will, um die Laufleistung von diesen Polyfiltervlies, den ich jetzt als zusätzlichen Puffer mit eingebaut habe, zu verlängern und nicht die dafür aufzubrauchen, dass ich das, was jetzt drin ist, alles rausfilter. Natürlich habe ich jetzt auch noch den alten Filter mit rausgebaut, der ja auch sozusagen gereinigt wird und überarbeitet wird. Dazu habe ich dann gleich noch ein bisschen Aquariumwasser abgelassen, damit ich diese Schwämme jetzt natürlich im Aquariumwasser ausspüle. Und hier sieht man jetzt auch, dass von dieser Bakteriennahrung, die da bei diesem JBL-Nitratex ursprünglich dabei war, nichts mehr übrig ist. Falls ihr das Video noch nicht angeschaut habt, tut es unbedingt. Das waren diese weißen Kügelchen zu sehen, die als Nahrung für diese nitratabbauenden Bakterien dienen sollen. Auch das Polyfiltervlies ist komplett durch und dunkel gefärbt. Das heißt, es hat keine Wirkung mehr. Außer natürlich der normalen biologischen und mechanischen Filterwirkung, die es wie jeder andere Filterschwamm natürlich jetzt auch immer noch hat. Nach all diesen Vorbereitungen ist es nun an der Zeit, den Oasefilter in seinen Bestimmungsort in die Ecke des Aquariums zu setzen. Die Temperatur der Heizung habe ich für den Anfang mal auf 25 Grad eingestellt, denn schließlich will ich ja testen, wie genau dann dieser Wert tatsächlich auch erreicht wird. Und dann habe ich Wasser wieder ins Becken eingelassen. Nach dem Einschalten lief der Filter sofort an und auch relativ ruhig über das Hauptrohr. Aber natürlich wollte ich auch noch ausprobieren, wie er mit diesen Düsen läuft, die diese Kammhautbildung verhindern sollen. Und das habe ich natürlich dann gemacht und habe da mal ein bisschen rumgedreht. Und dann sieht man das jetzt hier. Und da muss ich leider sagen, war schon deutlich lauter. Kann man aber am Anfang noch nicht so wirklich sagen. Natürlich erstmal die ganze Luft auch noch raus muss, die zum Großteil für die Geräuschbildung verantwortlich ist und eben nicht jetzt irgendwie der Motor, der war eigentlich fast nicht zu hören. So hat er wirklich eine schöne Oberflächenbewegung gemacht, die natürlich dann beim Zuschalten des zweiten Filters, des ursprünglichen Filters sozusagen, ja, noch verstärkt wurde, sodass man jetzt hier natürlich eine immense Filterleistung hat für so ein kleines Aquarium. Aber das ist ja nur temporär, bis dann mal der neue Filter ein bisschen eingelaufen ist Gucken jetzt mal, ob und die Luft rausgeht. dadurch war natürlich auch nach kurzer Zeit das Wasser wirklich glockenklar. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, welche Auswirkungen das jetzt auch auf das Becken als solches hat und wie das Ganze dann weitergeht, wenn dann dieser zweite Filter sozusagen rauskommt und nur noch der Oasefilter alleine mit dem Biohom dann das Becken filtert. Wenn ihr da dabei sein wollt, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Meinungen und Kommentare habt, bitte die entsprechende Funktion benutzen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Bis demnächst bei Dukes Aquaristik-Experimente.